Moin Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht's weiter mit dem Crazy Frank. Und zwar habe ich es mir doch überlegt und werde hier doch eine Sissy Bar verbauen. Eine, die man wieder abnehmen kann. Weil auf jeden Fall wird es später kritisch, wenn das Ganze erstmal lackiert ist und ich hier nochmal neue Löcher bohren muss. Das kommt dann auf jeden Fall gar nicht mehr so gut. Und ich mache mich heute an den Sitz schon mal ran. Und zwar habe ich mich für einen King in Queen Sitz entschieden, den ich mir hier selber zuschustern werde. Ich hoffe, das klappt auch, deswegen legen wir einfach mal los.
Ja, Freunde, der Crazy Frank ist endlich durch. Der Sitz ist auch fertig. Ich bin auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht mit der Sissy Bar. Und ich bin echt froh, dass das Ding jetzt endlich fertig ist. Das hat jetzt echt ein paar Stunden gekostet, das Teil hier fertig zu machen. Ja, aber jetzt sitzt alles, es passt alles. Worauf ich mich schon mal nicht freuen werde, ist das Ding hier zu spachteln. Das wird auf jeden Fall auch nochmal richtig Zeit in Anspruch nehmen. Ja, Freunde, schreibt mir gerne eure Meinung, was ihr davon haltet mit der Sissy Bar. Ich weiß, die meisten von euch hatten gesagt ohne. Aber wie gesagt, die kann man jetzt abnehmen. Und halt auch ohne Sissy Bar fahren. Und wenn es halt weiter weg geht, kann man die Sissy Bar montieren und sein Gepäck draufschnallen und dann geht's ab. Ja, Freunde, ich danke auf jeden Fall jedem, der bis hierher geschaut hat. An die ganzen neuen Leute, die gerade auf das Video gestoßen sind und noch nicht den Kanal abonniert haben. Drückt doch gerne aufs Abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Ja, Freunde, da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein und viel Spaß. Ciao.